Die Erforschung der eiszeitlichen Fundplätze in den beiden Tälern hat eine ungewöhnlich lange Tradition. Sie hat deshalb auch wesentlichen Anteil am Gelingen des Welterbeantrages. Die Forschungsgeschichte reicht beinahe lückenlos 150 Jahre zurück und steckt selbst voller Geschichten, Anekdoten und Wendungen. 1861. Auf der Suche nach Höhlenbärenknochen für das Königliche Naturalienkabinett in Stuttgart wurde dem Paläontologen Oskar Fraß eine Höhle am Hohlenstein im Lohnetal gezeigt. Bei seiner Grabung fand er auch tatsächlich eine große Anzahl von Bärenknochen, weshalb diese Höhle heute Bärenhöhle heißt. Was er damals allerdings übersah, war, dass dazwischen Artefakte von Menschenhand lagen. Die landeten auf dem Abraum. Und derselbe Oskar Fraß, dem gelang 1866 die Entdeckung der Schussenquelle am Rand des Federseeriths. Und dort wurde erstmals der Nachweis für Gleichzeitigkeit von Eiszeittieren und Menschen geführt. Das öffnete ihm die Augen. Er kehrte zur Bärenhöhle zurück und grub in seinem eigenen Abraum. Und tatsächlich entdeckte er Steinwerkzeuge, die er vorher übersehen hatte. Er schreibt dann so ganz nett in seinem Büchlein, wie war ich damals von Blindheit geschlagen. Rund 20 Jahre später erfolgte die nächste größere Höhlengrabung. Circa 2 Kilometer von der Bärenhöhle entfernt am Bockstein, durch den Langenauer Förster Ludwig Bürger. Und dieser Ludwig Bürger, der entdeckte tatsächlich eine Höhle, die seit der Zeit des Neandertalers bis in die Gegenwart immer wieder bewohnt war. Entdeckte aber in der Höhle auch eine Bestattung einer Frau und eines neugeborenen Kindes. Und diese Bestattung, die schlug auch hohe Wellen in der Wissenschaft, weil Herr Bürger war der Überzeugung aufgrund der Stratigraphie, dass diese Bestattung alt war. Er hat nicht sich geäußert, wie alt, er hat gesagt, die ist alt. Aufgrund der guten Erhaltung der Knochen hatte ein Stuttgarter Arzt, wenn die Knochen vorgelegt waren, damals gesagt, die Knochen sind jung. Kurze Zeit später starb Bürger. Nach seinem Tod tauchte eine Notiz aus dem Kirchenregister Oellingen auf. Anno Domini 1739. 26. Juli, Abend zwischen 8 und 9 Uhr, hat diese Zeitlichkeit durch einen gewaltsamen Tod verlassen Anna Eiselin. Nach einer wohlgegründeten Mutmaßung sich selbst durch Gift das Leben genommen, indem sie mit einem 3-monatlichen Kind schwanger gegangen, davon aber der Vater desselben dem lieben Gott bekannt. Deswegen auch der Körper mittwochs darauf unter einem herben und grausamen Donnerwetter nicht zu der Gemeinde der Heiligen auf den Gottesacker, sondern in das Holz in dem Lohntal in einen Felsen nachts zwischen 10 und 11 Uhr, wie wohl von ehrlichen Männern gelegt worden. Somit stand fest, die Toten stammen aus dem 18. Jahrhundert. Der Streit war entschieden. Dass die entdeckten Knochen die eines Neugeborenen waren und nicht, wie im Kirchenregister erwähnt, die eines 3 Monate alten Fötus, blieb damals unerkannt. Erst als die als verschollen gegoltenen Gebeine nach Jahrzehnten wiederentdeckt und mittels der C14-Methode auf ein Alter von über 8000 Jahren datiert werden konnten, wurde Bürger rehabilitiert. Die nächste wichtige Grabung fand am Anfang des 20. Jahrhunderts am Sirgenstein im Achtal statt. Robert Rudolf Schmidt, der Gründer des Urgeschichtlichen Forschungsinstituts der Universität Tübingen, glich bei seiner Grabung die Bezeichnung der chronologischen Schichtenabfolge an jene der für die französischen altsteinzeitlichen Fundstellen bereits etablierten Terminologie an. Die zweite Welle der Lohnetalgrabung beginnt in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts mit der Grabung der Vogelherdhöhle 31 durch Gustav Rieck. In nur 3 Monaten grub Rieck mit Helfern aus der Gegend die Vogelherdhöhle komplett aus. Dabei entdeckte er neben Schmuckobjekten wie Elfenbeinperlen und durchlochte Tierzahnanhänger auch zum ersten Mal figürliche Kunst. 11 Statuetten aus Mammutelfenbein und Knochen. Darunter das berühmte Pferdchen vom Vogelherd. Ein Jahr nach der Entdeckung der Figuren tauchte ein anderer Forscher auf, Robert Wetzel. Und Robert Wetzel hatte eigentlich die Intention, so etwas wie Gustav Rieck zu finden. Und
als er aber am Burgstein begann, entdeckte er zwar eine neue Fundstelle, nämlich die Burgsteinschmiede, die ist rund 30 Meter neben der Burgsteinhöhle, aber dieser Fundplatz stammt aus der Zeit des Neandertalers. Und er das dort nicht finden konnte, wissen wir heute. Den Neandertaler bringen wir mit den frühen Kleinkunstwerken nicht in Verbindung, sondern das ist der anatomisch moderne Mensch. Und Wetzel wandte sich daraufhin 1935 dem Hohlenstein zu. Das Hohlensteinmassiv besitzt neben der Bärenhöhle, mit der die Forschungsgeschichte ja ihren Anfang nahm, eine weitere Höhle, den Stadel. Diese Stadelhöhle war noch zu diesem Zeitpunkt von einer Mauer verschlossen, die den Eingang teilweise versperrte. Die war schon eingestürzt, aber eben zu Teilen noch erhalten. Und die war wohl ursächlich der Grund dafür, warum nicht schon viel früher an diesem doch mächtigen Höhleneingang gegraben wurde. Wetzel grub ab 1935 zusammen mit seinem Grabungsleiter Otto Völzing bis zum 25. August 1939 im Hohlenstein. Und an dem Tag bekamen die Ausgräber auf der Grabung, alle außer Herrn Wetzel selbst, den Stellungsbefehl zur Wehrmacht. An diesem letzten Grabungstag stieß man auf bearbeitetes Elfenbein, das in Zigarrenkisten verpackt wurde. Das Wissen um diesen Fund geriet in Vergessenheit. Die Grabungen der 30er Jahre, das wissen wir im Nachhinein, wurden von der SS finanziert, von der Wissenschaft, sogenannten Wissenschaftsorganisation Ahnenerbe von Heinrich Himmler höchstpersönlich, der sogar Schutzherr der Grabungen war. Wetzel und Rieck, die beide Karriere im nationalsozialistischen Regime machten, durften erst Mitte der 50er Jahre ihre Grabungen wieder aufnehmen. Von 1953 bis 1961 grub Wetzel nochmals am Bockstein und am Hohlenstein. Allerdings nicht mehr an jener Stelle, an der 1939 die bearbeiteten Elfenbeinsplitter gefunden wurden. Nach seinem Tod vermachte er seine ganzen Funde der Stadt Ulm. Die Schenkung nach Ulm hat auch den Hintergrund, dass Wetzel wollte in Ulm tatsächlich einen Forschungsschwerpunkt zur Altsteinzeit aufbauen als Gegenpunkt zu Blaubeuren. Blaubeuren geht ja bis auf Rieksforschungen zurück, also das heutige Urgeschichtliche Museum ist letztlich begründet damit, dass Rieck diese Tätigkeit in Blaubeuren konzentriert hat und Wetzel wollte einen Gegenpol hier in Ulm schaffen, was aufgrund der Strukturen der Universität Ulm verglichen mit der Uni Tübingen gar nicht ging. Und interessant ist, wenn man die Biografie von Herrn Wetzel liest, Wetzel wie Rieck buhlten quasi um die Gunst des Reichsführers Himmlers im Dritten Reich. Und wie gesagt, Rieck ging dann Wetzel aus dem Weg, indem er seine Forschung ins Achtal verlegte und Wetzel das Lohnetal überließ. So kamen posthum nach Wetzels Tod die ganzen Funde, es waren hunderte von Kisten, vor allem Zigarrenkisten, ins Ulmer Museum. 1969 erhält ein junger Archäologe, Joachim Hahn, den Auftrag zur Inventarisierung der Grabungsfunde vom Hohlenstein. Darunter eine Kiste mit der Aufschrift HOST 25.8.39, 20. Meter, 6. Hieb. In ihr Elfenbeinsplitter mit Schnittspuren. In langwieriger, nächtlicher Arbeit setzt er aus rund 200 Teilen eine mysteriöse Figur zusammen. Eine aufrecht stehende Gestalt mit tierischen und menschlichen Merkmalen. Vom Kopf war nur das linke, tierisch anmutende Ohr vorhanden. Trägt die Figur den Kopf eines Höhlenbären oder eines Höhlenlöwen? Hahn war ja eigentlich der Entdecker, sagt man mal so, des Löwenmenschen, weil er war der erste Zusammensetzer zumindest, der die Figur als solche erkannt und auch zusammengebaut hatte, aber an die Stadelhöhle ging der nicht ran. Hahn wandte sich 1973 dem Achtal zu und begann zunächst im Geißenklösterle zu forschen. Bei diesen technisch innovativen Grabungen, die zum ersten Mal die genauen Fundumstände dokumentierten, wurden in den Schichten des Orignacien Elfenbeinfiguren von Bär, Moschusochse und Mammut entdeckt. Hinzu kam ein Elfenbeinblättchen mit einer menschlichen Darstellung, der sogenannte Adorant. Bei
Bei der Aufarbeitung der Grabungsfunde von 1973, 1990 und 1991 fielen der Archäologin Susanne Münzel Fragmente von Röhrenknochen mit Einkerbungen und Resten von Löchern auf. Die ältesten Musikinstrumente der Menschheitsgeschichte waren entdeckt. Zwei Flöten aus Vogelknochen. Ab 1977 grub Hahn parallel im Hohle Fels. Nach seinem frühen Tod 1997 setzte Nikolaus Konnard die Grabungen im Geißenklösterle und Hohle Fels fort. Die seither jährlich stattfindenden Grabungskampagnen im Hohle Fels brachten weitere außergewöhnliche figürliche Kunst wie die Venus, einen kleinen Löwenmenschen, Flöten oder einen Wasservogel zum Vorschein. In meiner Studienzeit war das so, dass die damals bekannte Funde vom Vogelherd Geißenklösterle und Hohlenstein-Stadel galten als Ausnahmefunde. Mittlerweile sieht es vielmehr so aus, als wenn wir ordnerzeitliche Schichten haben, die mit modernen Methoden gegraben werden, dass figürliche Kunst, sogar Musikinstrumente, selbst Mischwesende eigentlich der Normalfall sind. Und jetzt, dass wir zwei Frauenfigurinen vom Hohlefels haben, spricht das auch dafür, dass vielleicht selbst Frauendarstellungen gar nicht so selten sind in dieser Periode, die vorher eigentlich überhaupt nicht dafür bekannt war. Was man auch nicht vergessen soll, ist, dass die Innovationen aus dem Ordnerzean beziehen sich nicht nur auf Kunst und Musik. Es gibt unendlich viele Innovationen im Bereich Steinartefakte, Werkzeuge, die aus Knochen, Geweih und Elfenbein hergestellt wurden. Aufgrund der aus heutiger Sicht veralteten Grabungstechniken Gustav Rieks am Vogelherd untersuchte die Universität Tübingen unter Professor Konnard den Abraum der Ausgrabungen aus dem Jahr 1931. Sie erbrachten neben Flöten und Schmuck auch neue figürliche Funde. Unter Professor Klaus-Joachim Kind und seinem Grabungsleiter Thomas Beutelsbacher begann das Landesamt für Denkmalpflege 2008 eine Grabung in der Stadelhöhle am Hohlenstein. Ziel war es, den Nachweis auf ungestörte Schichten zu erbringen, auch um das Alter der figürlichen Kunst zu bestätigen. Wir stießen dort auf die Stelle, an der bei den Grabungen im Jahr 1939 die Fragmente des Löwenmenschen entdeckt wurden. Bei den Grabungen Wetzels wurde der Abraum normalerweise in Loren geschaufelt und aus der Höhle transportiert. Am letzten Grabungstag 1939 war dies anders. Man nutzte den Abraum, um das Grabungsprofil abzudecken und die Fundschichten zu sichern. Und in diesem Grabungsabraum, also nicht in intakten Schichten, sondern im Grabungsabraum der Arbeiten von Wetzel von 1939, stießen wir dann in den Jahren 2009 bis 2013 auf zahlreiche Fragmente des Löwenmenschen, die oftmals nur sehr klein waren, aber auch größere Fragmente waren darunter. Das bedeutete, die Figur zu zerlegen und mit den neu entdeckten Teilen wieder zusammenzufügen. Über ein Jahr dauerte die Restaurierung der 40.000 Jahre alten Figur in den Werkstätten des Landesamtes für Denkmalpflege. Dafür verantwortlich war ein Team um die Chefrestauratorin des Landes, Nicole Ebinger-Rist. Das ist ein ziemlich verflixtes Puzzle, wenn man sich das im Laden kaufen könnte, weil nicht alle Teile vorhanden sind. Trotzdem immer wieder anzufangen und die fehlenden Teile oder Teile, die vorhanden waren, wo man aber wusste, dass sie nicht an diese direkte Stelle, sondern irgendwie zwei Schichten weiter oben hinkommen, dass man das innerlich durchgespielt hat. Und das war mit Sicherheit ziemlich wichtig. Also immer davon ausgehen, irgendwie wird es schon ein gutes Ende nehmen, obwohl man weiß, man hat nicht alle Teile. Die Fundschicht des Löwenmenschen selbst konnte insofern wieder entdeckt werden, dass wir dort noch Schmuck drin hatten. Beim Löwenmensch wurde schon 39 Schmuck entdeckt. Das sind vor allem durchlochte Zähne vom Eisfuchs.
Und solche durchleuchteten Zähne fanden sich nicht nur auch im Abraum, wie die Reste vom Löwenmenschen, sondern auch in Original-In-Situ-Schichten. Und so konnte man diese Schicht korrelieren und man hat aus den Schichten wieder die Tierknochen datiert und hat eben dann das Alter der Figur auf rund 40.000 Jahre einschätzen können.